Diese Juwelen tragen die Königin von Bayern seit 700 Jahren. Aber ich habe ein viel schöneres Geschenk für dich. Es bleibt ein Geheimnis, du sollst es niemandem verraten. Du wirst den Meister kennenlernen, Richard Wagner. Unsere Verlobung ist anstrengender als eine Strafexpedition. Sie ist geradezu eine Plage, die Sophie ohne Klagen über sich ergehen lässt. Sie ist die perfekte Verlobte. Und sie schwärmt sehr für ihre Musikmeister. Wissen Sie, lieber Freund, wovor sie im Augenblick Angst hat? Sie fürchtet, ich könnte sie bitten, für sie zu singen. Sie fürchtet sich vor ihrer Kritik. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Verlobte. Sie glaubt, ich hätte sie Ihnen nur vorgestellt, um sie ihrem Urteil zu unterwerfen. Wann kommen Sie wieder? So schnell es geht. Und nicht heimlich bei Nacht. Ich komme mit meiner Frau und der neuen Oper für das neue Theater. Das wird meine Bitterkeit vertragen. Und meine Einsamkeit. Sophie ist sehr lieb. Sie ist wunderschön und Ihnen ergeben. Zum ersten Mal habe ich Augen voller Liebe für Eure Majestät gesehen. Ich habe beschlossen, die Hochzeit zu verschieben. Einen Monat. Vielleicht zwei. Ich wünschte, ich hätte es hinter mir. Ich höre schon jetzt, wie die Menge schreit. Die Bankette, die Zeremonien, die Trauung in der Kirche. Ein Albtraum, der mir keine Ruhe lässt. Meine Tanten, meine Onkel, die Verwandten aus ganz Europa. Küsse, Hände schütteln, die Glückwünsche, Umarmungen. Sie können mir Ihr Herz ausschütten, Majestät. Meine Zuneigung zu Ihnen ist unverändert seit dem Tag, als Sie mich damals nach München holten. Mich von der Armut befreiten und mich mit offenen Armen willkommen hießen. Ich habe das nie vergessen. Ich bin sofort hierher gekommen, weil ich erkannte, dass Eure Majestät mich brauchen. Vergessen Sie all die Dinge, die längst vorbei sind. Man kann Freunde betrügen, sie belügen und sie immer noch lieben. Seien Sie großmütig und versöhnlich. Ich weiß, niemand wird Ihnen einen Rat geben können, so wie ich. Denn was ich Ihnen sage, ist von einem tiefen, aufrichtigen Gefühl bestimmt. Was bedrückt Sie so, mein Freund? Ich verstehe manches, aber ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie nicht wollen. Bon voyage. Adieu.